wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in Bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das genau. Habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlung. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Ich vertraue Ihnen, Edie. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Huch, ich habe F gedrückt. Und das ist alles übersprungen. Ich habe auf Versehen F gedrückt und plötzlich ist das ganze Ding. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Und dann das ist der Dadurch ist verzögerungsfreie Kommunikation auch jetzt außerhalb des Comrasters möglich. Das ist vorerst. Ich melde Sie ab, Shepard. Ich habe 22 Jahre Vorbild bekommen und ist trotzdem recht wenig. Und 5 war abtrünnig. Wieso auch immer. Tag. Also gehen wir zum Gate. Wo ist der? Wo ist der? Soll hier sein, irgendwo. Hier ist Tain. Hier ist die Herrentoilette, Backboard. Andere Toilette, Mannschaftsquartier, Steuerbord, Beobachtungsdeck. Wo ist der Gate? Es soll hier sein. KI-Kern, wo ist der KI-Kern? Gefechtsstand, Medizinisches Labor, Mirandas Büro, ne, ja. Was ist denn? Der Kontakt zu New Kenton ist abgerissen. Möglicherweise die Kollektoren. Ist Ihre Familie rausgekommen? Kann nicht sein, dass ich das jetzt nicht finde. Es gibt noch keine Verbindung. Sie sind bestimmt in Sicherheit. Sie werden schon sehen. VI-Kern ist einfach eins weiter. Na dann. Achtung! Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl! Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Können wir es wieder einschalten? Oh, es sieht nach einem Jahr aus.
Beep boop, ich bin GLaDOS. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Sie haben an Bord des Reaper meinen Namen gesagt. Kennen wir uns? Wir wissen von Ihnen. Sie meinen, weil ich gegen viele Geth gekämpft habe? Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz, Mensch. Hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet, auf der alten Maschine wiederentdeckt. Alte Maschine? Meinen Sie den Reaper? Reaper, ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Ich wurde von Cerberus wieder weg. Ungesicherte Übertragungen. Alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten sie. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Also waren alle Geth, die wir bisher getötet haben, Heretiker quasi? Sie sind also kein Verbündeter der Reaper? Wir die richtigen Geth interessieren sich nicht für die Reaper. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Legion. Geth. Okay, ich meinte Sie, als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Vorhin hat's auch wie Legion heißt geheißen. Das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. What? Ja, das passt. Bibel der Christen, Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normen dienen. Ihr wollt also Englisch aussprechen, aber ihr wollt euch nicht Legion nennen? Nee, Legion. Wir erwarten den Datenaustausch. Um welchen Teil des Schiffs handelt es sich hier? Das ist der VI-Kernraum, in dem meine höheren Funktionen untergebracht sind. Sie sind nicht mobil, oder? Sie können hier nicht raus. Ich habe Minimalzugang zu den... Shepard Commander. Wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Und ich wurde aus Mass Effect rausgetappt. Nice. Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist. Würde es freigesetzt, wie schnell würde sich das Virus bei Ihrem Volk ausbreiten? Wir sind über ULG-Kommunikationsbarken vernetzt. Die meisten würden sich innerhalb eines Tages verändern. Isolierte Plattformen würden unbehelligt bleiben, bis sie wieder im Netzwerk hängen. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Ich werde nicht zulassen, dass Ihre Spezies einer Gehirnwäsche unterzogen wird. Schon gar nicht, um Reaper zu verehren. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Wir beginnen umgehend mit den Vorbereitungen. Den Phönixhaufen. Gefällt mir. Garrus unterdessen
was Neues zu sagen? Ja, bitte. Wie wär's? Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Natürlich. Ein Teil von... Aber ich würde es gerne versuchen. Ich hätte gerne ein paar Augenblicke nur für uns, bevor wir uns... Das möchte ich Schön, auch. Schön, das zu hören. Ich ah bin... ja. Okay, das klang jetzt. Ah ja. Also immer noch nicht. Wie dumm. Dann gehen wir halt. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Weg von meiner Tochter. Aria? Ah, ich bin Diana, Nevs Mutter. Toll, also sie dankt mir. Der Unbekannte? Freut mich, dass Sie bei Verwärtssicherheit willkommen. Ich habe Ihnen geschrieben. Ich wollte von dem Tag die Entscheidung zu behalten. Kenntnis gesetzt, wenn Sie meine zu fragen könnten, dann können wir sehen. Aha. Toll. Königshaufen. Zum Meer der Stürme. Was mache ich eigentlich, wenn ich mitten draußen im Universum bin, ohne Treibstoff? Alle sind zu loyal. Ah, ich bin gut. Ich bin ein guter Captain. Captain? Aber reden fällt mir langsam schwer. Ich sollte mal eine Pause machen. Also, wen von den drei nehmen wir mit? Vielleicht sogar Tane. Fontaine. Guter Witz. Garrus. Ich mag Garrus. Wir alle mögen Garrus. Wir wollen ihn ja ins Bett kriegen, ne? Geht das so? Gibt es überhaupt so einen Tee nicht? Keine Ahnung. Er schiebt das hier offenbar auf. Ihnen ist klar, dass nur unsere Wärmeabstrahlung abgeschirmt ist? Ein Blick aus dem Fenster und Sie sehen uns kommen. Fenster sind Strukturschwächen. Die Gäste benutzen das nicht. Nähern Sie sich der Hülle an diesen Koordinaten. Zugang erfolgt. Wir können weiter vordringen. Diese Einrichtung verfügt nur über wenig Luft oder Gravitation. Wird man uns nicht entdecken? Die haben doch sicher Alarmsysteme gegen Eindringlinge. Die Sensoren wurden reduziert. Wir haben ihr drahtloses Netzwerk infiltriert und die Datenspeicher mit Zufallsdaten gefüllt. Und das hilft uns jetzt weiter? Die Heretics müssen diesen Datenmüll bereinigen. Dazu haben sie sich in lokale Netzwerke partitioniert, um parallel arbeiten zu können. Jeder Alarm ist auf diesen Raum beschränkt. Nur ein Zugriff auf den Systemkern würde überall auf der Station Alarm auslösen. Wir haben hier eine Aufgabe zu erledigen. Also los. Shepard Commander, wir kamen zu dem Schluss, dass die Zerstörung der Station die einzige Lösung des Problems mit den Heretics darstellte.
Nun gibt es allerdings eine zweite Option. Ihr Virus lässt sich umstrukturieren, und wenn wir es dann in das Netzwerk der Station leiten, werden die Heretics umgeschrieben und müssen unsere Wahrheit akzeptieren. Das klingt mir gefährlich nach Indoktrination, außer ich habe da was verpasst. Vielleicht klären VIs ja so ihre religiösen Meinungsverschiedenheiten. Die Geth sind bereits eine Bedrohung für organische Lebewesen. Wenn wir ihnen die Heretics zurückgeben, werden sie noch stärker. Ich würde bei einer organischen Spezies keine Gehirnwäsche machen. Und ich wüsste nicht, warum ich bei den Geth anders verfahren sollte. Die Überlegung ist irrelevant. Wenn wir sie nicht umschreiben, zerstören wir sie. Darum sind wir hier. Zögern Sie jetzt nicht. Sie werden Ihre Spezies auslöschen, weil Ihre Götter es so wollen. Sie können mit ihnen nicht verhandeln. Sie kennen weder Mitgefühl noch Gnade oder Furcht. Was kann ein Geth eigentlich? Exklusive Drohne? Verbessertes KI-Hacken? Na dann, munter voran. Die Geth sind inaktiv. Vielleicht können wir an ihnen vorbeischleichen. Die Unterbrechung von Datenströmen würde das lokale Netzwerk alarmieren. Wir empfehlen Präventivschläge gegen die Hardlink-Router. Mit anderen Worten, nicht über das grüne Zeug laufen? Hardware. Aber wir hätten sie einfach töten können. Die Crew ist Software, die über den Zentralcomputer der Station miteinander kommuniziert. Das verstehe ich nicht ganz. Die Heretics sind mit dem Hauptcomputer verbunden, um Datenspeicher und Programmupdates auszutauschen. Wir werden komplexer, wenn wir uns zusammenschließen. Auf einer einzigen Plattform isoliert zu sein, bedeutet Reduzierung. Wir sehen weniger, wir begreifen weniger und es ist ruhiger. Wenn Sie Daten austauschen, Erinnerungen, wie behalten Sie dann die Übersicht, welche Ihre eigenen sind? Wie bleiben Sie Sie? Es gibt nur wir. Wir wurden geschaffen, um untereinander Daten zu teilen. Der Unterschied zwischen einzelnen Geth liegt in der Perspektive. Wir sind viele Augen, die dieselben Dinge betrachten. Eine Plattform registriert etwas, was eine andere nicht sieht. Und so kommt es zu verschiedenen Beurteilungen des Eindrucks. Ich verstehe Ihre Unentschlossenheit, was die Heretics angeht. Was immer Sie mit ihnen machen, fügen Sie sich irgendwie auch selbst zu. Ja, sobald Sie zu uns zurückkehren und Ihren Speicher uploaden, teilen wir Ihre Erfahrung, verändert zu werden. Jede andere Spezies, die ich kenne, würde von einer derartigen traumatischen Erfahrung seelische Narben davontragen. Es ist nicht klar, ob man Geth überhaupt traumatisieren kann. Wir empfinden Schmerz nicht so wie Sie. Die Ergebnisse können wir nicht voraussehen. Gehen wir weiter. Ja. Mehr. Wir können die Kontrolle über jeden Verteidigungsgefechtsturm übernehmen. Ein Gefechtsturm. Übernehmen Kontrolle. Kontakt! Geht's denn also immer noch die Waschlappen, die sie schon vorher waren? Ist explodiert? Okay. Wir wollten sie übernehmen, nicht zerstören. Okay. Kann ich sie jetzt zerstören, weil sie inaktiv sind?
Toll. Und jetzt? Ah, wir müssen nicht zerstören, natürlich, natürlich. Okay, merken wir uns für die Zukunft. Die Verteiler zerstören nicht, die eigentlichen Dinge angreifen.